Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir unser kleines Turbinenboot sozusagen gebaut. Und jetzt sind wir kurz vor der Küste. Das bedeutet, wir sind auf dem Weg mit unserem Turboboot Richtung Meer. Wir schalten jetzt mal kurz... Ach guck mal, da gibt es noch einen Rückwärtsschub. Triebwerk ausschalten. Denn wir beschleunigen gerade von selber. Das bedeutet, wir rollen eh schon bergab. Da brauchen wir nicht noch eine Turbine. Wir sind nicht ganz... Das hat die ganze Zeit gehört auf dem Weg her. Ich bin mit 50 km/h mit dem Ding über den Boden geschossen. Kein Problem gewesen. Ich will ganz sanft in das Wasser rein. Schauen, wie gut das funktioniert. Deswegen bin ich gerade dabei, mit ein paar km/h bloß da rein zu stolzieren. Lichter an hier. Sanft wie ein Babypopo. Ganz vorsichtig. Genau das passiert. Jetzt gehen die Bremsen wieder an. Ja, der bestätigt gerade, dass er gerade Richtung Meer fährt. 5 Meter pro Sekunde. Was? So. Okay, Eintunggeschwindigkeit. Was passiert, wenn ich Tanken halt abwerfen und fangen? Schwimmen wir dann mehr? Schau mal. Also aktuell schaut es noch sehr, sehr interessant aus. Turbine. Aktivieren. Speed wird hochgefahren. Es ist wieder Alin. Alin stellt sich wieder mal bereit, um neue Technologie zu testen. Voll Power. Holy shit. 20 Meter pro Sekunde. Wir fahren auf jeden Fall nicht so schnell, wie ich erwartet hätte. Schauen, wie schnell können wir werden. What the fuck passiert da vorne? Seemonster bestätigt, Jungs. Okay, schneller als 20 Meter pro Sekunde werden wir nicht. Wie drehen wir um? Ich will drehen, Jungs. Alter, das Ding dreht... Was ist das? Umdrehen, Jungs. Also das Drehmanöver passt noch nicht so ganz, wie ich es gerne hätte. Weiter drehen, du schaffst das. Nein, falsche Richtung, mein Freund. Raus mit der Nase. Wir sind noch kein U-Boot. U-Boot bauen ist noch nicht am Start. Dun, 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 dun.
Alter, stellt euch vor, wir hätten einen stärkeren Booster, wie das Ding abgehen könnte. Oder wenn wir mehr Geschwindigkeitsteile dran bauen würden. Ich weiß ja nicht, wie reagiert so ein Teil unter Wasser? Geil, wir sind zurück unterwegs zur Küste. Woohoo! Nein, nicht weiter drin. Stopp, was machst denn du? Das Ding will nicht zurück zur Küste. Ah, es hat einen Dauerdreher. Kacke. Aber rein theoretisch können wir doch so ein Schiff bauen. Ich will zurück zur Küste. Hey, lass mich zurück. Das ist ein totales Fiasko sonst. Okay, Flug zurücksetzen auf Flugzeugbau. Alter, das ist zu geil. Das ist einfach zu geil, ich sag's euch, Leute. Oh, das war geil. Okay, also. So witzig das Teil auch ist, es ist nicht so gut gefahren wie erhofft. Was ist, wenn ich den Diameter auf 1,5 stelle? Jetzt sind die Dalle ja größer. Wenn wir jetzt erstens jetzt komplett leer lernen. Dann einmal die Flügel entfernen. Wir versuchen jetzt mal eine ganz neue Taktik anzugehen. Also eine andere Taktik. Nicht eine ganz neue, aber ein bisschen andere Taktik. Erstens, wir brauchen diese richtigen Flip-Flop-Flügel da. Hier, die da. Nicht da unten, eins höher. Dann brauchen wir die auch hinten. Damit wir sozusagen die Höhe kontrollieren können unter Wasser. Dann müssen die oben drauf sein, um halt die Lenkung auch ein bisschen zu halten. Das Teil kriegen wir hinten auch drauf. Und dann, hört jetzt vollkommen bescheuert an, bauen wir hier wirklich noch eine Flügelsection dran. Und zwar ein bisschen höher gelegene, so. Und die sollen ein bisschen das Lenken übernehmen. Fragt mich nicht, ob das funktioniert. Hä, wo sind? Flügel? Okay, nochmal. Hey, warum funktioniert das nicht? Hä? Da sind... Hä? Alter, andere Flügel. Wenn ihn dann Anfall. So und so. Da dran versuchen wir jetzt nochmal diese Teile anzubauen. Komm, das funktioniert doch jetzt. Dankeschön. Perfekt. Das Ding schaut überhaupt nicht crazy aus oder so. So. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, was ich jetzt vorhab. Aber was wäre... Haben wir so Structural Tiler? Ne, warte mal, wo sind die? Booster. Hier. Diese kleinen Teile einfach links und rechts vollkommen bescheuert noch eine Booster-Einheit hinsetzen. Natürlich mit vorne mit eigenen Einlässen. Damit diese sozusagen dann eigenes Luft bekommt. Und sozusagen autonom von dem anderen Zeug ist. So. Mit den Dingen fahren wir jetzt in Richtung Wasser und probieren es nochmal. Wir haben größere Filmen hier unten, die bummleer sind. Wir haben
mehr Wings? Das muss funktionieren. Was tue ich bloß? Holy shit, das kann doch nicht gut gehen. Das kann doch nicht gut gehen. Aber was man nicht alles für Ideen hat, wenn man ein bisschen was getrunken hat. Weil die Idee ist mir erst vor, gefühlt, kurz vor der Aufnahme gekommen. Oder kurz vor dem Aufnehmen heute. Erstens wollte ich dann irgendwann das Flugzeug testen, weil ich unbedingt eigentlich ein Flugzeug auf Donut mal sehen würde und probieren würde, ob das fliegt. Was ist denn das für ein komisches Zeichen auf dem Handy? Ach, das Reface. So, okay, wir sind da. Wir sind draußen. Alter, was ist das für... Los geht's! Wenn das Ding fliegen könnte, wäre es ja noch lustiger. Was passiert denn jetzt? Ah, Sonnenuntergang, kacke. Das sollte man mal beachten, ne? Aber wir im Kerbal Space Center interessieren uns nicht für... Kann das Ding vielleicht fliegen und dann machen wir eine Wasserlandung mit dem Teil? Das wäre ja absolut genius, wenn das funktionieren würde. Versuchen wir mal so hoch wie möglich zu beschleunigen, dann versuchen wir mal zu fliegen. Als ob! Das fliegende Wasserboot, meine Freunde, es funktioniert! Was ist das denn? Du bist ein Boot, kein Flugzeug, mein Freund! Und wo gehst du jetzt hin? Ja, ein bisschen fliegen und dann fahre ich noch durchs Wasser durch. Na, so das Typische. Ob das Ding vom Wasser abheben kann? Okay, jetzt wieder Concentration. Wir müssen versuchen zu landen. Das wird eher der Hardcore-Teil jetzt. Kann ich umschalten? Geil, wir sinken und wir machen trotzdem einen Umkehrschub. Geil. Oh Gott, das wird eine ganz witzige Aktion jetzt. Vorwärtsschub. Einfach ausschalten, dann funktioniert das schon. Jetzt hoffern wir langsam Richtung Boden. Alter, what the fuck? Dafür war das Ding eigentlich nicht gebaut und es fliegt trotzdem. Also hat natürlich viel Surface Area und so alles, ne? Das funktioniert natürlich. Nicht kippen! Nein, nein, nein! Ach, leg mich doch raus! Och, Menno! Umdrehen! Umdrehen! Okay, wer kann das erwarten, dass es nicht fliegt? Aber geile Sache, geil! Leute, kann ich gar nicht mehr. Heute kann ich einfach gar nicht mehr. Alter, die Vorstellung. Stell dir mal vor, wir brauchen da wirklich so einen großen Lastensegler, der genauso ungefähr ausschaut wie das Teil, bloß halt... Hat irgendwas bebimmt gemacht bei mir gerade? Ich weiß nicht. Ich habe mich gerade einfach zu Tode gelacht. Puh. Na gut.
Aber wir machen den Versuch in der nächsten Folge nochmal. Und dann wird dieser Lastensegler ja mal auf dem Wasser landen. Und dann können wir daraus schließen, wie wir in Zukunft Transportflieger auf verschiedenen Planeten vielleicht bauen können, die auch im Wasser fahren sollen. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.